Hey Lars, danke vielmal, bist du im Podcast gekommen. Jetzt long in the making das Ganze. Für die wenigen, die dich nicht kennen, ich habe den Lars Mangelsdorf da, Mitgründer von Yokoi und CCO. Er wird nachher sicher noch mehr erzählen, was Yokoi genau ist. Zuerst, ihr habt etwa jeden Preis abgeräumt, den man in der Schweiz kann abräumen kann. Und der letzte war der Top 100 Award gewesen. Erzähl, was haben wir denn, was haben wir bis jetzt alles gewonnen? Korrekt. Ja, ich denke, der Top 100 Award, das ist so der klassische Award, den du bekommst, wenn du die höchste Funding-Runde machst. Mir ist immer noch nicht ganz klar, wie die Metrik entstanden kommt, aber wir sind natürlich sehr geehrt über den Preis. Ja, ich denke auch, oder, was bei uns auch gerade so ein bisschen Challenge ist, oder? Wir machen ja B2B SaaS. Und zwar wirklich für den Mid-Market und Enterprise. Oder wir wollen eigentlich ein bisschen wegkommen, dass man uns als Startup wahrnehmen tut. Oder? Und darum ist es einem ein bisschen wichtig, wenn man so Preise gewinnt, dass man das dann auch richtig geht ausspielen medial. Oder? Da bist ja du als Marketing-Genie, weißt du da ganz genau, wie man das machen muss. Ja, also wir haben jetzt wirklich das Glück gehabt, dass wir einige Preise gewinnen können, sehr viel auch produkttechnisch, weil wir halt einfach ja, ganz neue Wege eigentlich dort reingebracht haben. In der Enterprise-Bereich, wo ja alles noch sehr manuell und sehr altmodisch ist. Und das ist etwas, wo wir immer dran sind am Challenge. Also wir wollen wirklich bei diesen ja, Mid-Market-Enterprise-Kunden, wenn wir den Status quo einfach nochmal challengen und einfach zeigen, hey, es geht alles noch viel simpler, viel automatisierter und es spart auch viel mehr Geld. Und ich glaube, jetzt habe ich schon so viel gesagt, dass ich eigentlich schon fast mal eine Introduktion von Yokoi machen will. Sonst hätte man auch keinen Kontext dazu. Kommen wir nachher gerade dazu. Also ich finde das wirklich faszinierend, das, was du gesagt hast, weil ihr sind ein in Anführungs- und Schlusszeichen langweiliger B2B-Brand. Die haben gar kein B2C. Da werden wir nachher sicher noch etwas darüber auch reden, wenn es darum geht, wo wir bei Höhle der Löwen gewesen sind, was das für einen Impact hat. Das hast du mir mal erzählt. Das ist mega spannend. Aber wir fangen ganz vorne an. Hey, Lars, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, das ist eigentlich ganz simpel zu sagen. Ich bin von Blut her bin ich Verkäufer. Ich bin einfach Sales. Ich auf dem Englischen sagt man so schön, I breathe Sales. Und ich glaube, das passt eigentlich sehr gut, weil ich finde es unhuere geil. Also ich mache das sehr, sehr gern, was ich mache. Und es ist auch etwas, wo ich, also ich sage ja auch immer, oder so ein bisschen, das, was B2C Marketing ist, das ist B2B Sales, oder? Das ist eigentlich sehr, sehr etwas Ähnliches, oder? Weil das, was du für Amorana bist, das bin ich für Yokoi, oder? Ich als Person, ich würde sagen, dort bin ich das Gegenteil von dir, ich bin ein Sammler. Und das widerspiegelt sich auch immer schön im Sales hin. Ich sammle nämlich auch Kundenlogos. Das finde ich etwas mega Schönes, wenn ich so unsere Logo-Wahl schaue und ich sehe dort einfach geile Brands, die auf Yokoi setzen. Oder? Und genauso bin ich auch ein Sammler von anderen schönen Sachen. Das weißt du, ich sammle ja auch viel Federhalter und so ganz weirdes Zeug. Und habe auch einen Background eigentlich im Sales. Ich sage immer, ich habe einen Background im Sales. Mein eigentlicher Background schulisch ist, ich habe eine Sekundarschule gemacht, nachher habe ich das KV gemacht. Wo hast du gemacht? Relativ, Sekundarschule im Flach, also in Zürich-Wieland. Ja. Da bin ich auch aufgewachsen. Und dann habe ich das KV gemacht bei der GISO AG. Das ist so ein klassisches KMU mit Bauprodukt, das ist auch ganz etwas anderes. Ja. Aber ich hatte dort den Vorteil gehabt, dass ich der einzige Lehrling gewesen bin. Der nächste Ältere nach mir, der ist irgendwie 12 Jahre älter gewesen. Und dann bist du dort mit 16 und der nächste Ältere ist ein 28-Jähriger. Und dann musst du dich mal dort lernen zu integrieren, oder? Und natürlich auch mit allen anderen, oder? Mit Leuten, die älter sind als du. Und das hat mir eigentlich, ich habe dort wirklich gelernt, das hat mir eigentlich so viel gebracht, dass ich wirklich auch können mit Leuten, die älter sind als ich, die ja, ganz anders sind als ich, dass ich auch können lernen, ja, mich mit diesen Leuten zu vernetzen und auch irgendwie können kommunizieren mit diesen Leuten. Und ich habe dann dort wirklich alle Abteilungen können durchlaufen in meiner KV-Lehre. Und bin dann eigentlich gerade nach dem KV direkt in Sales eingestiegen, weil da hat sich für mich eine Möglichkeit ergeben. Also ich habe nach der Lehre, es ist eigentlich auch noch eine lustige Geschichte, oder? Die habe ich so noch nie erzählt, aber das ist gut, da habe ich noch eine Special Story für den Alan Frey Podcast. Und zwar, ich habe eigentlich immer nach der Lehre, ich habe immer einen Hund haben. Das ist immer so mein Goal gewesen, oder? Und ich bin jetzt 28 und mein Hund ist 8, also man weiß, ich habe Hund relativ früh bekommen. Ich bin dort 19, als der Yuki gekommen ist. Und ich
ich habe dann eigentlich wirklich ganz blöd mal umgefragt. Ich habe dann noch eine Weiterbildung gemacht zum Wirtschaftsfachmann und ich habe dann dort einfach mal in der Klasse umgefragt, so, hey, schafft irgendjemand bei einem Betrieb, wo Hunde erlaubt sind, oder? Und ich habe dann wirklich eigentlich so, ich habe wirklich angefangen nach Jobs zu suchen, wo ich eigentlich meinen Hund mitnehmen kann, wo ich noch gar keinen Hund hatte. Das ist dann noch eine andere Geschichte, da habe ich dann noch recht bisschen verhandelt, dass ich den dann schlussendlich auch mitnehmen konnte. Aber ich habe dann wirklich eigentlich gesucht nach, Arbeitsort, wo ich einen Hund mitnehmen kann. Und dann bin ich dann schlussendlich bei der X-Ride gelandet, oder? Das internationales Unternehmen von der Dänen her, auch eine Technologiefirma. Was hat die Farbmessgerät? Farbmessgerät, also auch etwas ganz, ganz Spezielles. Das war eigentlich aufgeteilt in der Industrie, dort hast du halt das ganze, eigentlich alle Produkte, die du herstellen tust. Zum Beispiel, das Womanizer Pink ist sicher eigentlich patentiert, oder? Das ist ein Farbcode, den du hast, und du tust eigentlich immer, gegenmessen, gegen dein Muster, das du hast. Und dann der andere Bereich ist dann das ganze Foti- und Medienzeug, oder? Und dort habe ich dann eigentlich angefangen im Sales für Industrial Farbmessgerät. Und das Geile ist eben gewesen, das ist eigentlich... Das ist alles so geile Bereiche. Alles, was die Leute überhaupt nicht... Also was man sich gar nicht vorstellen kann, aber geil. Dass es sexy ist, genau. Ja. Aber jetzt musst du eben los. Und das ist eigentlich für mich ist das eben so der Vorteil gewesen nachher bei X-Ride, weil X-Ride hat dann eben auch Software gebaut, auch wo du dann zusammen mit diesen Geräten gebraucht hast, um deine Color Matchings zu machen. Und die sind dann nachher auch SaaS-basiert gewesen. Das war wirklich eine SaaS-Subscription gewesen, wo wir B2B verkauft haben. Und ich habe dort dann einfach wirklich gemerkt, wie sehr das eigentlich SaaS geil ist, oder? Für B2B-Sales, für jemanden wie mich. Und dann auch parallel auch angefangen, dann mit Scandit zu reden, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, so, hey, geil, oder dort geht es mega ab in diesem Bereich. Und, also der Hauptgrund, weil es unendlich skalierbar ist, de facto. Genau, also ich bin dort nochmal ein bisschen anders speist. Und zwar etwas, und das ist ja lustig, da würde es mich auch wundern, wie du dazu stehst, aber etwas, was mich immer anschießt bei physischen Produkten, ist, die können kaputt gehen, es kann irgendwo stecken bleiben, du kannst Zollprobleme haben. Im schlimmsten Fall verletzt sich noch irgendjemand an einem Produkt, oder? Es ist einfach mühsam. Und auch nachher, um den Umsatz können buchen, oder? Muss das Zeug geschippt sein, die Rechnung muss raus sein. Und dann hast du Produktionsschwierigkeiten. Und eben, wie du sagst, das ist halt einfach skalierbar. Du kannst es sehr, sehr gut remote zeigen. Also, es ist nicht so, dass ein Produkt, oder? Das möchtest du schon sehen in der Hand haben. Oder halt 1000 Reviews können lesen, darüber recherchieren. Und bei SaaS ist es wirklich so, du kannst jemanden mit deiner Demo nehmen, vor allem im B2B-Bereich. Du kannst es sehr einfach dein Prospect zeigen auch, oder? Eine SaaS-Lösung. Also, du kannst eben wirklich schön durchs Tool durchführen. Und du kannst wirklich so ein Value-Based Selling machen, oder? Indem du eigentlich vorab weißt, hey, was sind die Challenges, die jemand hat, oder? Wie ist die Situation heute? Was ist der Pain? Und dann wirklich also zeigen, hey, schau, und das ist der Impact, den du hast, wenn du die Software anwendest. Du bist schon mitten im Verkaufsprozess. Ich hätte es schon fast gekauft. Aber wir reden immer noch von dir. Was ist denn deine erste Station gewesen? Genau, nachher habe ich, ist dann eben lustig gewesen. Nachher bin ich zuerst noch zu einer Medical Company gekommen, wo Medizinschuhe gemacht hat. Und dort habe ich dann nach 11 Monaten gemerkt, hey, der fette Lohn und das Geschäftsauto, it's not worth it. Let's leave it. Und dann bin ich zu Beekeeper gegangen und dann hat die Journey erst richtig angefangen. Also Beekeeper scheint da eine Schule zu sein, wo doch sehr viele und erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer rauskommen. Vielleicht kannst du, bevor wir weiterreden bei Beekeeper, was machen die denn, was haben die sehr gut gemacht, dass das so viel Talent anzieht? Was ist so dort die Kultur gewesen bei Beekeeper? Ja, also zu meiner Zeit, wo ich bei Beekeeper war, bin ich halt wirklich so gewesen, man ist halt wirklich in dem Scaling drin gewesen und man hat den Leuten wirklich sehr viel Freiraum auch lassen, oder? Also es ist eigentlich von jedem verlangt worden bei Beekeeper, dass man Unternehmer ist, durch Denken und Handeln, oder? Und man hat dort auch sehr gut können Initiativen durchsetzen. Und ich glaube, gerade wenn du in einer Company bist, die so schnell am Scalen ist, dann hast du auch ganz eine andere Kultur, wo eigentlich das schafft, dass die Leute dann eigentlich noch viel mehr Gas geben. Das ist auch so, wie bei Way auch bei Yoko gesehen. Oder du siehst auch, dass du Leute einstellst, die Junior sind, die dann auf einmal so in den Strudel reinkommen und du so krass am Scalen bist und die einfach dann nochmal einen Gang höher schalten, oder? Und noch mehr Gas geben. Und das Know-how, das sie sich halt aneignen bei dieser Skalierung, können sie dann eben auch anwenden, oder? Und ich glaube, das ist dann etwas, wo dann
sehr viel dazu bringt, dass sie dann nachher auch wieder irgendwie eine Company gründet oder irgendwie sehr eine Early-Stage-Company joinen, oder? Also du wirst eingerührt, musst viel Verantwortung übernehmen und nachher nicht durch das, den High Pace spült es die Leute noch schneller rauf als vielleicht in einer normalen. Absolut. Und ich denke, Alan, es ist auch so, dass, und das hat BigKeeper wirklich verdammt gut gemacht, sie haben beim Hiring so krass geschaut auf ihre Values, die sie haben, und haben das also wirklich mit jedem Kandidat eigentlich gecheckt. Und sie haben halt auch nur die Player eingestellt, die auch wirklich mit diesen Values irgendwie harmonisiert haben, oder? Und da ist wirklich alles Leute, die auch Vollgas gegeben haben. Ja, ich glaube, das ist mega wichtig und das ist etwas vom Zentralen, wenn du eine Firma aufbauen willst, die halt schnell skaliert, dass du Kultur hast. Weil so andere, wenn du immer musst kontrollieren, dann ist es schwierig. Nein, absolut. Dann gehen wir wieder zurück zu dir, dann bist du bei BigKeeper gewesen, hast dort nämlich auch wieder Sales gemacht. Ja, genau. Und dann? Ja, das ist noch lustig gewesen. Also, das wissen auch viele nicht. Weißt, es ist immer so, ein Unternehmen zu verlassen, wenn es scheiße ist, das ist so einfach. Ja. Aber ein Unternehmen zu verlassen, wenn es richtig geil ist und du richtig viel Geld verdienst, das ist dann nicht so easy. Vor allem nicht, wenn du es für etwas machst, wo total unsicher ist und dir jeder sagt, ah, Spesen, das ist doch so ein Kack. Also, wie es weitergegangen ist, das ist noch lustig. 3 von den 5 Yokoi-Gründer sind ja von BigKeeper. Ja. Der Philipp, der Thomas und ich sind von BigKeeper. Und natürlich habe ich die beiden dort bei BigKeeper auch kennengelernt. Und irgendeines Tages ist dann der Phil auf mich zugekommen und hat gesagt, eben der Davis, unser CTO, er hat mit ihm bei EY geschafft, der hat die Idee gehabt von Automatisierung mit KI für Finanzprozesse, oder? Und ich meine, er ist der CFO von BigKeeper. Ich meine, er muss es ja wissen, oder? Dass das scheiße ist. Und er hat mir dann auch gesagt, hey, der Spesenprozess, der ist bei so vielen Firmen kacke, der ist nicht nur bei BigKeeper scheiße, sondern bei allen. Und da können wir so viel Geld mit verdienen und das wird so geil. Und es ist so lustig, weil wir haben uns dann einfach in das Abenteuer reingestürzt, mit minimalem Research, was wir eigentlich gemacht haben. Wir haben ein paar Competitor gekannt und erst, wo wir dann im Markt sind, haben wir gemerkt, hey, holy shit, es gibt doch mega viele, die das machen. Und dann haben wir aber auch mega schnell gemerkt, dass gerade in dem Mid-Market-Enterprise-Bereich, da gibt es eigentlich nur SAP, oder, wo dort wirklich stark ist. Und das ist so ein bisschen die Story. Ich habe dann wirklich bei BigKeeper die beiden Jungs kennengelernt und dann haben wir uns so zusammengetan und haben zu fünften dann angefangen bei Yokoi zu arbeiten. Und das ist auch noch heftig gewesen, weil eben, es ist ja nicht nur so gewesen, dass es oder für mich schwierig war, um dort zu gehen, weil ich halt extrem am Performance war bei BigKeeper in dieser Zeit. Sondern natürlich für BigKeeper ist das auch sehr schwierig gewesen, weil gerade 3 Key-Leute von ihnen gerade auf einmal gegangen sind. Oder? Mhm. Ja, das war wahrscheinlich nicht ganz so einfach gewesen, aber für euch der richtige Entscheid gewesen. Bevor wir zu Yokoi gehen, was wir dann gerade werden machen, du hast vorhin gesagt, du atmest Sales. Was ist so deine Sales-Philosophie und was ist so, wie machst du Sales? Wie würdest du jetzt, wenn jemand neu zu dir kommt, ich habe mich bei dir beworben, du sagst, hey, look, du bist eigentlich noch ein sympathischer Typ, aber er hat noch keine Ahnung von Sales. Wie geht man bei dir durch die Schule durch? Wie lernt man? Wie wird man gut im Sales? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe ja doch schon einige Leute dürfen ausbilden, wenn man das so sagen kann. Und ich meine, schau, ich glaube, ein Skill, wo ich mega wichtig finde, und eben gerade jetzt um die Frage beantworten, wie man durch die Sales-Schule durchgeht. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass du kannst Leute und Prozess verstehen. Das ist eigentlich so mega, mega wichtig im Sales. Und so meine Philosophie ist immer, man fängt nicht an verkaufen, bevor man nicht haargenau versteht, was ist die Situation, wo der Kunde drin ist und was sind so Pain Points, wo die Person oder die Personen sind ja häufig mehrere Stakeholder, wo die haben, oder? Es macht überhaupt keinen Sinn, irgendetwas zu zeigen von deiner Software, wenn du das nicht weißt, oder? Mhm. Und das ist etwas, wo viel, vor allem in den USA macht es das extrem gut. Also ich schaue manchmal Demos von Sales-Leuten in den USA an und ich denke mir so, hey, fuck, ich bin so weit entfernt von dem, wie die das machen. Ja. Aber ich schaue dann auch von eben, ich meine, man kennt sich ja alle ein bisschen da in der Startup-Welt hier in der Schweiz. Und ich sehe dann auch, dass es wirklich sehr viel gibt, oder? Die kommen dann einen Demo-Request über, ein Inbound-Lead, gell, Alan, vom Marketing. Und dann sind sie so, ey, mega geil, jemand hat Interesse an meinem Produkt und ich führe dich durch alles durch und ich zeige dir, wie geil wir sind und wie cool wir können Kreditkartentransaktionen matchen und weißt, und irgendwann findest du so, ey, das ist vielleicht gar nicht so relevant für den Kunden. Und darum ist es einfach so wichtig, dass man das zuerst versteht und dass man auch wirklich ein gutes Skript hat, um eigentlich das zu erfragen und trotzdem das Engagement hoch zu halten von jemandem. Okay, dann haben wir zwei Sachen gehört. Also das erste ist,
du musst die Situation verstehen, wie, in welcher Situation der potenzielle Kunde ist. Und du hast ein Skript, wo du nach Fragen vorgehst, damit du herausfindest, wo steckt er drin. Genau. Genau. Also, und jetzt bist du das durchgegangen und hast herausgefunden, okay, da, ich habe ein Skript gemacht, das haben wir wahrscheinlich kontinuierlich verbessert, oder? Genau. Und nachher gesehen, der Kunde ist in der Situation drin, sein Spesenmanagement ist scheiße und jetzt? Genau, also ich muss dazu noch sagen, ich meine, angefangen hat das Ganze als Expense mit Spesenmanagement, heute machen wir ein bisschen mehr. Ja. Machen das ganze Ausgabemanagement, aber eigentlich, wie es dann eigentlich nachher weitergeht, sobald du die der Discovery eigentlich gemacht hast, wie wir sagen, wirklich ein Deep Dive, und du merkst, hey, wir haben einen Impact, dann gehst du eigentlich erst weiter in die Demo. Und wenn du merkst, es gibt keinen Impact, dann gibt es keinen einzigen Grund, warum du auch immer solche Demo machen, wenn du ja keinen Impact kannst haben. Dann sparst du dir die Zeit lieber. Und ich glaube, das ist etwas, was extrem schwierig ist für viele Leute, und dann können sagen, hey, wir sind nicht richtig, oder es ist kein Fehler. Genau das Gleiche, auch wenn es kein Critical Event gibt, oder? Also wenn jemand sagt, hey, ich möchte einfach mal umschauen und vielleicht in 5 Jahren wechseln, dann macht es einfach keinen Sinn und man sollte keine Priorität drauf legen. Wie viel Prozent ist das etwa? Was denkst du, also, von Inbound Leads? Also ich muss schon sagen, Inbound ist natürlich dadurch extrem cool, weil die meisten, die Inbound kommen, die haben ja wirklich nicht. Irgendwo drückt man den Schuh und irgendein Critical Event haben sie auch. Also bei Inbound hast du das Problem eigentlich fast nie. Das Problem hast du eher bei Outbound, oder? Auch, dass es dann irgendwie nicht priorisiert wird oder so. Oder dass sie halt nicht so nahe sind zu deinen Stakeholdern, die das Zeug können entscheiden, dass du es dann auch durchdrücken kannst, oder? Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das nicht das Problem ist, sondern du hast wirklich ein Critical Event und du weißt ja, das ganze Zeug wird entscheiden und du hast einen Impact mit Yokoi, dann gehst du eigentlich dann weiter in die ganze Demo-Stage hin, oder? Dann ist wirklich Demo, und das ist so wichtig, oder? Basierend auf dem, was du herausgefunden hast beim Discovery Call. Und ich meine, das ist ja nicht nur für Yokoi so, sondern da können auch alle anderen, die B2B Sales macht und den Podcast lernen, vielleicht den Podcast hören, ein bisschen etwas lernen. Schau, ich denke, was du Und darum ist auch wichtig, dass du irgendein Tool benutzt wie Unique, oder wo kann deine Recordings aufzeichnen. Wir tun jedes Meeting recorden, natürlich, wenn wir den Consent haben, aber die meisten geben ja Consent heutzutage. Damit du das auch kannst, nochmal durchhören gehen, bevor du die Demo hast, und wirklich die Punkte rauspicken, wo wirklich der allergrößte Pain ist. Und dann sagst du, Alan, du hast mir doch letztes Mal erzählt, dass Kreditkartentransaktionen für dich ein mega Pain ist. Das Ausgeben von Kreditkarten neue Mitarbeiter, dass du die kannst richtig verwalten, die Limite richtig kannst anpassen und deine Eingangsrechnungen von Lieferanten, wenn du 1000 Womanizers bestellst. Stimmt das? Und dann sagst du ja. Und dann führe ich dich genau durch die Use Cases durch und nicht mehr. Ja. Und wir verbringen vielleicht 15, 20 Minuten in Yokoi. Und der Rest ist wirklich ein Austausch, den wir haben. Also du zeigst gar nicht, was das Ding alles kann, sondern du hast das genommen, wo Painpoints sind, und dann sind nur die Painpoints, die du angehst. Ja, also so eine Demo muss immer hoch personalisiert sein. Sonst bringt es das nicht. Und ich muss genau deinen Use Case können zeigen. Ja. Wenn ich dir nicht zeige, dann bist du so, hey, oder wenn ich jetzt in Teachers anfange und ich zeige dir, wie ich einen Spesenzettel einreiche, auch wenn es vielleicht total irrelevant ist, dann löscht es dort schon ab, oder? Ja. Und nachher haben wir die Demo gemacht. Ihr habt personalisiert die Demo gemacht. Was passiert dann? Also, es ist eigentlich sehr, sehr simpel, oder? Bei jeder Demo, die du gibst, oder? Es ist ja immer so, dass du sagst, ich zeig dir das mal, oder? Ich zeig dir deine Use Cases. Und du willst ja immer etwas in Return, oder? Und was du in Return willst, ist einfach Transparenz. Und zwar, gefällt es dir nicht, oder? Und da gibt es dann eigentlich 3 Wege, wie das Ganze kann gehen. In der Regel, der häufigste ist, du sagst, hey, ich finde die Yokoi mega spannend. Oder was auch immer für ein SaaS, das du präsentieren bist. Ich möchte mehr darüber erfahren. Was ist Pricing? Oder dass du dann eigentlich in das Kommerzielle reingehst. Dann der zweite Punkt ist, dass du sagst, hey, es gibt noch ein paar Sachen, die möchte ich noch durchleuchten und ein bisschen besser verstehen. Ich habe noch ein bisschen Detailfragen. Wir machen ein Follow-up, dass ich wirklich mit dir durch die Detailfragen gehen kann. Oder der dritte Punkt ist, dass du sagst, hey, ich finde es gar nicht, es bringt mir nichts und man lernt es bei dem, oder? Und ich glaube, es ist auch extrem wichtig im Sales, dass du die Sachen auch immer am Anfang von deinem Meeting sagst und sagst, hey, schau, das Ziel vom Meeting ist, dass ihr das Gefühl bekommt für Yokoi und wir können sagen, hey, A, gehen wir weiter, gehen wir ins Kommerzielle, oder B,
gibt es noch Sachen, die man durchleuchten in einem Follow-up-Meeting. Oder ihr sagt, hey, es ist gar nicht um, man lohnt es bei dem, oder? Und dann holst du natürlich am Anfang das Commitment ab und dann weißt du auch, kannst du Prospect natürlich sehr gut dort dann auch durch deinen Funnel durchbringen. Und in den meisten Fällen, oder, wie du hast ja schon deinen Discovery Call gemacht, weißt du ja, dass du einen Impact hast. Und in der Regel wird es dann eigentlich an den nächsten Punkt kommen, dass du über das Kommerzielle anfängst reden, über die Investments. Ja. Und zum dort weitermachen, oder, weil ich gehe davon aus, das ist deine nächste Frage, oder, ich glaube, das ist so etwas Wichtiges, oder, bei den Investments auch. Und nochmal, warum ich Software as a Service so geil finde. Weil es hat immer ein Price-Tag dran. Und Software as a Service ist nie günstig. Ich meine, du weißt, du hast sicher auch ganz viele Tools selber im Einsatz. Aber weißt du, wenn ich mir jetzt mal überlege, wie fest am Arsch ich wäre, hätte ich jetzt kein Salesforce, oder hätte ich kein Unique. Das hätte einen Impact auf mein Revenue, oder? Und das ist ja schön an SaaS, oder? Entweder du tust den Umsatz erhöhen mit deiner SaaS-Software, oder du tust Kosten runterfahren, also verringern, oder? Weil du halt Sachen automatisieren kannst. Ja. Und darum ist es so wichtig, dass wenn man über Investments redet und sagt, hey, schau, das ist das Price-Tag, das kostet unsere Software, und so setzt sich das zusammen, dass du dann auch gut präsentieren kannst, und das ist der Business-Case, den du hast. Und den haben wir extrem konservativ berechnet. Und im ersten Jahr holst du schon all das Geld wieder rein, das du ausgibst, oder? Also rechtest du ihnen dann gerade einen Case, wo sie können sagen, den nehme ich und mit dem gehe ich zu meinem Vorgesetzten oder Entscheidungsträger, voilà, und sage, hey, schau, das ist der Case. So einfach, wie du es jetzt gesagt hast, ist es leider meistens nicht, gerade bei grösseren Unternehmungen, aber im Prinzip ist es richtig. Genau, du tust den Case machen, und zwar ist es eben enorm wichtig, dass du sagst, hey, schau, ich kann dir schon das Ballpark-Pricing geben, aber mir ist wichtig, dass wir auch durchgehen, was ist der finanzielle Impact, den das für euch hat, oder was könnt ihr euch damit sparen? Und dass man dann eigentlich in so einen Collaboration-Mode reingeht, mit dem Prospect, oder dass man wirklich zusammen an dem Business Case schafft. Und das ist so wichtig, weil schlussendlich, wenn ich dir etwas will verkaufen, ein SaaS zu lernen, dann ist es so wichtig, dass du eigentlich mit dem Business Case kommst, dass das eigentlich auch dein Business Case ist, weil dann tust du indirekt auch meine SaaS-Lösung pushen, oder? Ja. Und dann sagst du eigentlich, schau, das ist das, was andere Kunden mit uns sparen, oder? Das sind so die Sachen, wo Einsparungspotenzial haben, und dann gehst du dort durch und tust das ausarbeiten. Und das ist natürlich bei jedem Tool etwas anderes. Aber eben, in der Regel hast du etwas drin, wie zum Beispiel, dass du manuelle Arbeit kannst automatisieren. Ja. Oder du kannst sagen, hey, schau, wir gehen von 100 Stunden in der Woche gehen wir auf 10 ab oder so, oder? Und da hast du vielleicht noch andere Sachen. Bei uns ist zum Beispiel noch Cashback auf unseren Karten, wo bei jeder Transaktion, wo du machst, kommst du noch 1,5% Retour über, oder? Und das ist ein mega Driver. Genau. Hey, jetzt haben wir viel rundherum geredet, was Yokoi macht. Und danke vielmals für deinen Sales-Prozess. Ich glaube, das ist etwas, was ich mir auch nochmal so wird aufschreiben für mich. Weil ich glaube, da kann man auf sehr viele andere Sachen auch anwenden. Aber reden wir über Yokoi. Mhm. Was genau macht Yokoi alles? Genau. Du hast es vorhin so schön gesagt, oder? Ein Spesentool, oder? Und so haben wir gestartet. Wir haben tatsächlich als Spesentool gestartet unter dem Namen Expense Robot. Eigentlich ein sehr simpler Name, hat gerade gesagt, was es ist. Und das ist auch der Grund, warum wir dann den Namen auch gewechselt haben, nach einem halben Jahr. Weil Expense Robot uns einfach auf Spesen eigentlich festgenagelt hat, oder? Und wir haben schon dort am Anfang gemerkt, hey, es gibt noch andere interessante Bereiche, oder? Und Card Payment ist so das, wo gerade so ein Low-Hanging Fruit für uns war, weil das ist ein Pain, wo ganz viele Firmen nicht hatten. Also haben wir ein Kartenprodukt erschaffen. Yokoi Pay heisst das, wo wir virtuelle und physische Kreditkarten haben und Debitkarten. Und haben dann die Namensänderung gemacht von Expense Robot auf Yokoi. Und sind dann später auch noch ins ganze Eingangsrechnungsmanagement gegangen, also eigentlich Kreditorenrechnungen, dass man die durchautomatisieren können. Und zwar Rechnungen ohne Bestellbezug, wie zum Beispiel deine Swisscom-Rechnungen oder deine Stromkosten. Und auch Purchase-Order-Rechnungen, also Rechnungen mit einem Purchase-Order-Bezug. Also der Case, den ich vorhin gesagt habe, du bestellst bei deinem Lieferant Wow. Tech heisst die, ja, genau. Womanizer, die gehört jetzt zu unserer Gruppe jetzt. Also ist nicht mehr. Genau. Es ist eine interne ist auch, Verrechnung dann. Aber ist, ja. Ist auch ein Kumpel von Yokoi. Ja. Und du tust 1000 Womanizers bestellen, hast einen Bestellbezug oder den tust du aus dem System auslösen. Dann wird das Ganze gematcht, gematcht mit der PO und dann ohne, dass das irgendjemand nochmal anschaut, wird es dann approved und verbucht. Oder? Und das ist eigentlich das, was Yokoi macht mit dem gesamten Ausgabenmanagement von Unternehmen, also das gesamte Kreditorenbuch automatisieren mit künstlicher Intelligenz. Okay, das heisst, alles, was irgendwie Geldausflüsse sind,
das könnt ihr versuchen, so einfach wie möglich zu halten und unabhängig davon, aus welchem Kanal das es rausgeht und wie es rausgeht. Korrekt. Also alles außer Personal natürlich. Also deine Personalaufwände machen wir nicht, aber alles, was an Geld rausgeht, ob das Rechnungen sind, Kreditkartenzahlungen, Spesen, das müssen wir alles automatisieren. Genau. Und aus eigener Erfahrung ist das immer ein sehr manueller Prozess. Also Spesen, dann Kreditorenbuchhaltung, all das ist ein manueller Prozess. Wenn jetzt jemand denkt, hey, Yokoi wäre eigentlich noch geil, ab wie viel Personen lohnt sich Yokoi? Ab wie viel Mitarbeiter? Das ist eben noch schwierig zu sagen, oder? Es gibt Branchen, wie zum Beispiel E-Commerce, wo du sehr häufig ganz wenig Leute hast, aber extrem hohe Kartenumsätze oder extrem viel Eingangsrechnung, oder? Und dort kann sich dann ein Einsatz von Yokoi schon auch lohnen. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Aber generell ist die Faustregel so, ab 50 Personen fährst du eigentlich bei uns in Starter-Package rein und so ab 150, 200 Personen bist du im Professional und das ist so dort, wo wir die meisten Kunden haben. Okay, jetzt hast du erzählt, was Yokoi alles macht und wie ihr auf die Idee gekommen sind. Bis dahin war es ja nicht ganz so einfach, wo wir gestartet haben. Wir kennen das jetzt auch schon ein bisschen länger. Was mich tief beeindruckt hat, und das war die Geschichte, dass ihr eine der ersten Firmen sind, wo Sequoia investiert hat. Und das ist so etwas, wo ich glaube, wo ganz, ganz selten gesehen worden ist in der Schweizer Startup-Szene, wie ihr euer Fundraising durchexerziert habt. Ihr habt eine Nische gefunden, ihr habt gesehen, da gibt es ein Potenzial zum Ausbauen. Wie habt ihr euer Fundraising gemacht? Weil das ist wirklich schwer beeindruckend gewesen. Und vielleicht dann explizit, wie habt ihr dann auch Sequoia gewonnen? Ja, das sind ja immer verschiedene Faktoren, die zusammenkommen beim Fundraising, gell? Also einerseits haben wir natürlich, und das ist dann enorm krasse Team zu danken, wo wir da haben. Wir haben extrem Traction gehabt. Wir haben so viele Kunden gewonnen. Also, ich weiss, wenn ich nach dem ersten Jahr zurückgeschaut habe, ich habe mir einfach gedacht, ey, holy shit, wie haben wir das hergebracht, oder? Und ich meine, dort ist unsere Technologie noch nicht dort, wo sie heute ist, oder? Und ich glaube, by the way, das ist einer der Gründe, wieso Sequoia investiert hat, weil du kannst mit dieser Technologie noch so viel weitergehen, oder? Also, das ist eigentlich das, oder? Also aber jetzt mal zurück zum Kommerziellen. Ich glaube, einerseits, commercially haben wir es extrem gut gehabt, weil wir haben verschiedene Revenue Streams gewesen, die natürlich für Sequoia sehr, sehr eindrücklich sind. Oder wir haben Recurring Revenues gehabt von der Software, wo wir natürlich vervielfacht haben jedes Jahr, wo wir deutlich über den Standard SaaS Player gewesen sind im Markt, oder? Dort wirklich können multiplizieren jedes Jahr. Wir haben noch einen Revenue Stream gehabt über Karten natürlich, wo wir auch partizipiert haben. Also bei jeder Transaktion haben wir dort mitverdient. Und dann haben wir noch einen dritten Stream gehabt, beziehungsweise haben wir immer noch, wobei der wird immer kleiner. Das ist dann eigentlich der Umsatz von den Services oder von den Projekten, die du machst, oder? Wo wir jetzt natürlich das meiste an Partner geben, wo wir zusammenarbeiten mit PwC, KPMG, wo wir wirklich auch coole Partner haben, die Implementationen für uns machen können. Und dann, neben dem, und das ist etwas, was für Sequoia mega wichtig ist, ist auch so ein bisschen die Vision, die du hast, oder? Wo geht's her? Und wie gross ist das Ganze, oder? Und ich meine, wir haben Sequoia das wirklich sehr gut können aufzeigen, wie wir eigentlich ganz leicht an der Oberfläche gekratzt haben und wie viel Umsatz wir mit dem gemacht haben, oder? Und wie weit hinten drin wir noch sind mit der Automatisierung da. Es ist Wahnsinn. Also lass mich gerade schon fragen, was ist eure Vision und wo geht's an? Also Vision ist wirklich, dass every dollar spent goes through Yokoi. Das ist die Vision. Jeder Stutz, der du ausgibst, geht durch Yokoi durch. Und die Vision, die wir auch haben, ist auch, wir wollen auch verändern, wie das die Unternehmen ihr Geld ausgeben, oder? Dass man viel weniger Geld machen mit Kreditorenzahlungen, sondern viel mehr auf Kreditkarten setzt, oder? Subscriptions kauft. Das sind Sachen, wo in der alten Welt hat es das noch nicht so gegeben. Heute hat jedes Unternehmen Tausende von Subscriptions, oder? Wo sie managen. Hey, ja. Du nimmst eine Kreditkarte. Du kannst eine Kreditkarte nehmen, die nur für die Yokoi ist, wo du Yokoi damit zahlst, oder wo du dein Miro damit zahlst, oder? Also, du hast so viele Möglichkeiten, um das Ganze geil zu machen. Und wir wollen eigentlich wirklich verändern, wie das die Unternehmen ihr Geld ausgeben, oder? Mhm. Dass es nicht nur über den klassischen Kreditorenweg geht, sondern dass du auch jedem Mitarbeiter kannst eine Kreditkarte geben und kannst sagen, hey, schau,
du bist ein part of our company, oder? Und das gehört zu unserer Kultur. Du hast eine Yokoi-Karte und die ist da, damit du kannst Geld spenden und zwar so, dass du deinen Job am besten kannst machen. Und wenn du nicht willst, eine Logitech-Tastatur hast, dann kaufst du halt Apple-Tastatur. Und das Coole ist ja, dass alles, was du ausgibst, wird auch gegen das Reglement geprüft, oder? Also das heisst, wir gehen eigentlich in eine ganz neue Welt rein, wo man viel weniger gar Pre-Approvals machen und gar fragen darf, wie soll ich, kann ich, sondern man tut wirklich mit dem Payment-Instrument, das du hast, hast du eigentlich deine ganzen Reglemente drauf, oder? Mhm. Und dann natürlich auch hinaus dann im Finance, wo du alles kannst automatisieren gehen mit KI. Wir glauben auch nicht daran, ehrlich gesagt, dass eine Rechnung für 100 Stutz mal bewilligt werden. Mhm. Warum auch? Mhm. Warum? Wenn das warum, super warum, mit dem Reglement verlinkt ist und man weiss, für was man es ausgeben, dann ist es, also die ganze Integration, die dort stattfindet. Also, ganz einfach gesagt, oder? Ich meine, ich habe ja viele Leute bei mir im Team. Ich habe irgendwie, in meiner Sales-Spanne rein, habe ich irgendwie 75 Leute, oder? Und die haben natürlich dann auch ihre Managers und das ist dann eigentlich wie so ein Baum, ist die Kostenstellenstruktur, oder? Aber ich will niemals akzeptieren, dass einer von meinen Sales Leaders sich eine Quittung oder eine Rechnung für 50 Stutz anschauen. What the fuck, wieso soll man sich das anschauen? Es kostet mehr, natürlich zum sie anschauen. Und der einzige Grund, warum du so etwas anschauen solltest, ist, wenn es irgendwie eine Duplikatswarnung hat oder wenn irgendwie eine Ausgabe am Wochenende war oder irgendwie gegen Policy verstößt, oder? Und das ist eigentlich genau das, was wir zu diesen Firmen bringen wollen, wo man sagt, hey, ich könnte das dort nochmal viel, viel geiler machen für alle, die in diesem Prozess drin sind. Und das ist wirklich die Vision von Yokoi. Und was denkst du, wie viel Prozent von den Firmen machen es schon so, wie ihr es gern hättet? Und wie viel sind noch in der alten Welt? Ja, das ist eben schön, das ist ja der Case Moment. Ich würde sagen, ja. 99% sind wirklich noch in der alten Welt und 1% macht es vielleicht so, wenn überhaupt, oder? Ja. Also wir sehen überall noch Optimierungsbedarf. Und ich meine, wir sehen das ja selber auch, oder? Wenn wir haben ja als AI-Team da in Zürich, oder? Wo wirklich Research macht und KI einsetzt für ganz neue Felder, oder? Und wir sehen dort, es gibt noch so viele Sachen, wo du kannst nochmal mehr automatisieren und nochmal auf das nächste Level bringen. Vor allem, wenn du ein Unternehmen bist mit ganz vielen Rechnungen, mit viel Fluktuation und all diesen Komplexitäten mit Entities und Legal Regulations. Das, oder du kannst dir das ja vorstellen, wie komplex das kann werden. Und darum, oder, dass es wird ja auch immer spannender, oder? Weil du hast halt auch immer neue Anwendungsfälle. Mhm. Und darum würde ich sagen, das sind nicht einmal 1%. Und das ist der extrem grosse Case, den wir auch haben, dass eigentlich ziemlich jedes Unternehmen eine Lösung wie Yokoi braucht irgendwann, oder? Mhm. Das ist einfach ein Punkt, oder? Und natürlich teilen wir uns den Markt auch mit anderen Playern. Und da gibt es sehr, sehr gute Player auf dem Markt, oder? Wie Pleo, Moss, oder? Die sind auch sehr gross, sehr gut gefunden. Und die sind extrem gut in dem Longtail-Markt, wo sie sind, oder? Die Unternehmen mit 15, 20 Leuten, das machen die sehr gut. Aber gerade wenn es dann wirklich Komplexität, Multi-Entities, SAP-Implementations, dort hast du eigentlich nur noch SAP, was so ein bisschen die Lösung ist, die jeder kennt, oder du hast den Challenger Yokoi, oder, wo dann reinkommt und wo du dann wirklich kannst automatisieren und Geld sparen. Geil, mega geil, super faszinierend. Bevor wir da weiter auf die Erfolgsgeschichten, wo das noch hingeht, was sind denn so Challenges gewesen, die ihr gehabt? Was ist, das klingt alles nachher, ihr seid an, habt Gründer getroffen und den Funding-Prozess durchstrukturiert, gesehen, dass der Market-Data ist reingegangen und dann durchexerziert. Was war schwierig gewesen? Was ist in die Hose gegangen? Was ist tough gewesen? Ja, hey, schau, es ist immer so, oder? Du denkst schon alles zurück und du denkst so, ey, wir haben schon mega viel erreicht. Aber ich denke im Fall auch sehr häufig zurück und ich denke so, ey, wir haben so viele Fuck-Ups gehabt. Und so viele Sachen hätten wir können besser machen im Nachhinein. Und ich glaube so, die grösste Challenge, die wir gehabt haben, oder? In dieser extremen Wachstums-Story ist halt gewesen, wir haben ja, eben wie gesagt, am Mid-Markt und Enterprise-Kunden verkauft. Und unser KPI ist natürlich immer Contracted ARR gewesen. Wir sind immer nachgegangen, wir haben so viele Kunden wollen gewinnen wie nur möglich und so viel Annual Recurring Revenue wollen verbuchen wie nur möglich. Und die Challenge, von der ich gekommen ist, war, dass wir so viele Kunden gewonnen haben, dass wir irgendwann an dem Punkt gewesen sind, dass wir gar nicht mehr können onboarden. Und das ist natürlich extrem scheiße, wenn du da reinkommst, oder auch für deine Kundenzufriedenheit. Weil auf einmal hast du Kunden, wo du musst vertrösten, oder? Wo du musst sagen, hey,
wir bringen dich nicht live am 1.10., oder? Und dann muss man dort einen Weg finden. Hey, und Gott sei Dank haben wir immer einen Weg gefunden und uns ist kein Kunde abgesprungen. Aber es ist natürlich schon kacke, wenn du ein Customer Success Team hast, wo dann irgendwie 16 Stunden am Tag muss arbeiten, um all deine Kunden live zu bringen. Und das Sales Team ist wie gestört am Weiterverkaufen. Und das ist sicher auch etwas, oder? Das ist so ein Learning für mich auch gewesen, oder? Ich meine, wir sind so sales-driven unterwegs, oder? Und das hat sicher auch ein bisschen, wegen mir einen Einfluss gehabt, weil ich natürlich immer gegangen bin, hey, wir müssen noch mehr, noch grösser, noch geiler, noch mehr Leute, oder? Noch mehr Länder. Und das Problem ist halt einfach, oder, dass du auch nachher musst können deliveren, oder? Und das ist halt extrem schwierig, um das auch forecasten, gell? Weil das Problem ist eben auch, wenn du jetzt ganz früh einfach ein riesen Team an Customer Success Managers und Implementation Managers einstellst, hey, wenn du die nachher nicht kannst auslasten, dann hast du ein ganz anderes Problem. Und jetzt haben wir eigentlich einen recht coolen Weg gefunden, wo wir eben so hybrid sind. Einerseits können wir Implementationen selber machen mit unserem Team und wir haben natürlich auch Partner, die auch sehr happy sind, um dieses Projekt zu machen. Und das hilft uns jetzt natürlich extrem. Aber das ist einer der grössten Challenges, die wir hatten. Und dann der zweite, oder? Ich meine, schau, auch gerade, wo wir unsere grossen Funding-Runden hatten, oder? Wir haben ja Series A, haben wir 26 Millionen gerast und nachher haben wir 4 Monate später Series B mit 80 Millionen gemacht. Und wir haben auch ein riesen Wachstum gehabt zwischen diesen beiden Runden. Und die Challenge ist dort natürlich auch, Leute zu finden, die wirklich, wirklich aufs Profil passen, wo du eigentlich suchst, oder? Und das ist in dieser Zeit einfach wirklich schwierig gewesen, weil alle Tech-Companies am Raisen gewesen sind wie gestört. Es ist so viel Geld im Markt gewesen, dass einfach Talent schwierig geworden ist zum Bekommen. Und da hast du mich so abwehren mit teuren Headhunter. Und es ist halt nicht so einfach gewesen, wie das vorher oder auch nachher gewesen. Also ich merke jetzt schon, dass es viel einfacher geworden ist, by the way. Weil halt jetzt Tech-Companies eher am Leute entlang sind, als an Leute einstellen, oder? Darum ist das sicher jetzt ein Vorteil, den wir jetzt auch haben, als Yokoi. Aber es ist für uns eine riesige Challenge gewesen, natürlich. Also das heisst, wenn es zusammenfasst, ist so der Balance von Sales und After-Sales-Implementation, das ist etwas, wo in der Imbalance gewesen ist und dann die richtigen Talente finden, das ist die Schwierigkeit gewesen, aber da hat sich der Markt jetzt auch gedreht, ich meine, ihr seid finanziert, ihr seid eine Erfolgsstory. Was ist aus deiner Sicht dann so der nächste Schritt, wo geht Yokoi als nächstes sein? Und da meine Frage, ich habe das Gefühl, ihr gehört zu den ganz, ganz wenigen Startups in der Schweiz, die einfach wirklich gross denken, oder? Die meisten sind da inklusive mehr, die dann irgendwie da in der Schweiz rumküchelt und dann vielleicht noch, wenn es mal hoch kommt, machen wir die Weltschweiz. Aber die sind mit einem ganz anderen Approach angegangen. Wie haben die DNA, die Think Big DNA, implementiert und wo geht die Reise nachher hin? Ja, also ich denke, oder, dass da kommen wir eigentlich wieder zurück zu, was wir eigentlich vorher besprochen haben mit den Values, oder? Und wo wir uns zusammentun als Gründerteam, haben wir natürlich auch so gescreent, was sind die Values, die wir haben, oder? Und wie denken wir? Und wir sind schon alle so drauf, dass wir sehr, sehr gross denken, oder? Und uns sehr viel können vorstellen, oder? Es geht immer noch eben grösser, besser und auch für den End-User noch viel geiler, oder? Immer. Und das haben wir schon so sehr früh eigentlich in der DNA gehabt. Unser allererstes Büro im Technopark sind wir zu fünften drin gewesen. Also das war eigentlich unser zweites Büro gewesen. Unser erstes war untergemietet in einer Modelagentur für ein paar Monate. Aber unser erstes richtiges Büro war dann im Technopark gewesen. Und dort haben wir so einen Unicorn an der Wand gehabt. Und wir haben allen gesagt, wir hängen das jetzt da auf, weil dort gehen wir hin, oder? Und wirklich so im Stil von Mark My Words, he? Dort gehen wir hin. Und das ist noch, ich finde das sowieso mega interessant, oder? Ich bin ja eh jemand, der da glaubt, wenn du ein positives Mindset hast, und wirklich auch die Sachen, die du visualisieren, wo du her willst, dass du auch viel, viel mehr likely bist, um auch dort herzukommen, oder? Und das ist etwas, wo wir haben uns immer den Plan gemacht und das visualisiert und gesagt, dort gehen wir her, und haben wirklich die Rakete eigentlich, auf die Sterne zündet, dass man dann immerhin noch auf dem Mond landet, oder? Und das ist eigentlich so ein bisschen, wie wir als Gründungsteam schon drauf gewesen sind. Und jetzt auch mit Sequoia, oder? Darum passt Sequoia auch so gut zu uns. Und darum haben sie wahrscheinlich auch in uns investiert, weil sie wollen eben genau auch das sehen bei Gründungsteams, wo sie investieren.
dass die einfach wollen gross gehen, oder? Dass die ein IPO machen, dass sie wirklich etwas Grosses machen, oder? Und dort ist Sequoia einfach bekannt dafür. Das wäre jetzt meine Folgefrage gewesen. Wo geht die Reise hin? Ist ein IPO, also ich höre es raus, das ist eine von den Zielsetzungen. Wo geht die Reise hin? Und wenn denkt ihr, ist ein IPO soweit? Also wir haben noch gar kein IPO-Ziel konkret oder etwas. Ziel, das wir eher haben, ist wirklich, wie wir Yokoi wollen, also wie wir noch mehr wollen, eigentlich im Markt gewinnen mit Yokoi und welche Märkte. Oder uns ist ganz wichtig, und ich glaube auch, dass das IPO, Exit, whatever, die Möglichkeiten kommen sowieso, wenn du gut performst, oder? Und darum, dort, wo die Reise hergeht für uns, ich meine, wir wollen jetzt noch mehr expandieren, oder? Ich meine, wir wollen noch grösser. Wie viele Länder sind wir jetzt? Jetzt aktuell sind wir Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, wo unser European Hub ist. Also wir machen eigentlich ganz Europa aus Holland und dort haben wir jetzt auch Spanien, wo wir auch über Holland machen. Und wann geht es in die USA? Ja, das relativ bald, würde ich mal sagen. Ja. Also ich denke, da sind wir in einem Zeithorizont von in den nächsten 12 Monaten, würde ich schätzen. Oder ich meine, bei den USA ist es halt auch so, gell? Das ist so der Punkt, wo du wirklich in einen anderen Kontinent gehst. Ja. Oder das ist dann nicht UK, sondern du bist in einem anderen Kontinent, andere Zeitzone. Das hat natürlich auch einen riesen Impact auf, wie das Team strukturiert ist. Aber wenn wir dort natürlich die richtigen Leute zusammen haben, ist es sehr denkbar, in die USA zu gehen. Aber da stehen wir vielleicht auch noch... Über? Gut, wenn wir so weit sind, wird das sicher der Fall sein, dass dort jemand vom Exec-Team übergeht oder mehrere Leute. Aber was ich auch noch möchte sagen, und das finde ich eben auch noch extrem spannend, ist auch, dass der Unicorn-Case oder der 3, 4, 5 Milliarden-Case, oder? Den kannst du auch nur in Europa machen. Mhm. Und darum, für mich ist es immer so wichtig, und das ist eigentlich immer so ein bisschen der Punkt, wo ich bei der Expansion immer so ein bisschen mir gesagt habe, bevor ich ins nächste Land gehe, möchte ich das Land, wo ich zuerst eingegangen bin, richtig aufgecrampt haben. Weil ich glaube, etwas, was für viele eine Challenge geworden ist, wo sehr schnell in sehr viele Länder gegangen sind und dann gemerkt haben, hey, shit, die Länder laufen nicht und dann musst du dort wieder Offices zumachen. Und das ist natürlich wirklich kacke, das willst du natürlich nicht. Und darum, ich habe dort lieber den Approach, dass ich eins nach dem anderen mache, aber wirklich mit sehr ambitionierten Zielen und einer Timeline, die auch sehr ambitioniert ist. Ja, also eins also nur, dominieren und dann... Genau, also nur will ich sagen, hey, big und noch grösser. Das bedeutet natürlich nicht, dass du einfach Geld überall rausrieren, sondern du musst natürlich schon ein bisschen einen Plan haben. Aber natürlich, hey, wir wollen in noch mehr Länder und dort noch mehr Logos gewinnen. Aber du gehst nicht blauäugig und sagst, jetzt machen wir einfach mal viele Länder auf, sondern Nein. Du gehst in ein Land, wo wir ausgesucht haben, wo wir überlegt haben und nachher fahrt ihr das rauf. Eigentlich so viele Entscheidungen, die du machst, ohne einen Plan, kommt der Bumerang irgendwann wieder auf dich zurück. Wir hatten sogar mit Kunden, die wir gewonnen haben, wo wir nach einem Jahr gemerkt haben, hey, das ist eigentlich doch nicht so unser Ideal Customer Profile, oder? Und darum, glaube ich, ist es auch wichtig, dass du deinen Fokus hast und wirklich einen Plan irgendwo dahinter hast und auch KPIs hast, und dich selber nicht kannst anlügen. Sondern wirklich auch KPIs kannst du reviewen und schaust, hey, was bringt es und was bringt es nicht, oder? Hey, mega, mega spannend gewesen, um das alles über dich und Yokoi zu erfahren. Und wir haben jetzt schon 45 Minuten zusammen geredet. Ich habe jetzt noch gegen Ende noch ein paar Short Questions, wo du einfach kurze Antworten kannst geben. Und die erste Frage ist, Remote oder physische Sales? Physisch. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Kommt drauf an, in welchem Land. Ein Tag in der Vergangenheit nochmal erleben oder einen in der Zukunft? Zukunft. Uhren, Patek oder Rolex? Patek. Welches ist die beste Kreditkarte? Yokoi. Welchen Stift oder Füllfederhalter sollte ich mich kaufen, wenn ich zukunftsorientiert und auch eine gewisse Preissteigerung will haben? Namiki. Ganz klar Namiki, und zwar Maki E-Kunst. Sehr gut, will ich nachher gerade schnell nachschauen.
Und kannst Landolt Arbenz schauen gehen. Guter Freund von mir, empfehle ich allen, wo sich mal in die Welt der Stifte begeht. Das ist ein Rabbit Hole, das sehr, sehr tief ist. Also vielleicht besser nicht, wenn ihr so addictive sind wie ich. Besser nicht dort schauen. Es ist ein mega geiles Thema und das ist wirklich Faszination, die ich immer wieder bei dir sehe, wo ich denke, hey, mega, mega spannend und dass du da die Passion für die Stift hast. Weil viele haben für Uhren, aber für Stift ja, ist dann nochmal. Alan, Uhren ist einfach, es ist einfach nicht mehr geil. Jetzt musst du etwas Neues haben, was die anderen nicht haben. Welches Feld würdest du heute ein Startup machen, wenn du nicht in den Kreditoren drin wärst? Also, da muss ich auch fragen. Also ganz außerhalb von der. Egal was. Also auch Payments. Ich glaube, ich will im Payments-Bereich in etwas machen. Ja. Ist natürlich jetzt nicht der ganze Tag für den Kreditor, aber Payments finde ich extrem spannend. Oder auch etwas, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also irgendwie Renewable Energy, Smart Living. Eigentlich alles, wo du, ich muss es so sagen, ich finde eigentlich alle Bereiche spannend, wo du einen riesengroßen Impact kannst haben in dem Space, wo du bist. Oder wo du wirklich kannst verändern, wie Leute irgendetwas machen. Wie Leute wohnen zum Beispiel. Wie Leute, oder Elon Musk mit Elektroautos, wie Leute commuten mit dem Auto. Das sind alles so Bereiche, die ich extrem spannend finde. Und dort gibt es sicher noch ganz, ganz interessante Sachen. Und allerletzte Frage, das sieht man bei dir nicht, aber wenn du mit dem Anzug und Sakko unterwegs bist, wie viele Tattoos hast du? Also, weißt du, das ist immer so schwierig zu beantworten, ja. Weil was gilt als ein Tattoo? Ich habe mal probiert auszurechnen, wie viel Prozent von meinem Gewebe tätowiert ist. Wie viel ist das? Ja, das ist im Fall mega schwierig. Ich würde sagen, ein Viertel ist tätowiert. Alles also ich habe einfach meinen rechten Arm ganz zu. Also sieht man auch da noch ein bisschen, wie die aus Video schauen. Links habe ich recht viel. Ich habe den Yuki tätowiert, meinen Hund. Und dann habe ich noch vereinzelte ja dabei. Also ich würde sagen, gut ein Viertel. Aber eine Zahl ist sehr schwierig. Wenn du ein Sleeve hast, ist es ein Tattoo oder sind alle Tattoos, ja, die ich einzeln gemacht habe, einzelne Tattoos? Darum kann ich es so nicht sagen, aber ich würde sagen, ein Viertel ungefähr. Wir nehmen das als Antwort. Ein Viertel ist tätowiert. Hey Lars, danke viel mal. Hast du dir Zeit genommen? Mega spannend gewesen. Weiterhin viel Erfolg. Es ist eine der geilsten Stories in der Schweiz. Ich beobachte euch weiterhin und ich finde es super geil. Und keep up the great spirit und weiter die Ambitionen. Wir brauchen mehr so Leute wie euch in der Schweiz. Danke, Alan. Und es ist natürlich ein Pleasure gewesen, endlich mal können da sein. Ich habe schon immer gesagt, B2B-Sales und B2C-Marketing, die müssen wir miteinander reden. Vielen Dank. Cool. Danke vielmals. Danke dir. Merci.